Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madden zum Longshot Story Modus. Ich bin's Jan. Und ja, die letzte Folge ist lange her. Ich habe eigentlich gesagt, das gibt's täglich. Sollte jetzt auch irgendwie wieder zumindest häufiger kommen. Aber ich hatte halt so wenig Zeit und habe es heute tatsächlich auch wirklich zum ersten Mal wieder gespielt. Und ja, dort habe ich mein erstes Madden-Spiel quasi wirklich gemacht. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich habe Madden vorher noch nie gespielt. Und ja, mir gefällt's gut. Und ich habe das Game auch gewonnen. Ja, jetzt schauen wir mal, was der Story-Modus so bringt. In der letzten Folge, wo wir aufgehört haben, ging es ja darum, dass wir einen 21:0 Spielstand, glaube ich, drehen mussten. Wir mussten das, oder sollten das, gewinnen. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie schwer tatsächlich die Story sein wird. Aber ich bin jetzt super gespannt und habe Bock, da weiterzumachen. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Oh boy, this so, das ist die Szene. Starting quarterback Caleb Young just took a big old shot on that play. Ouch. And it looks like he's done for tonight. Kind of this game's getting out of hand. We need some spark. Something. So. Don't put them in. Oh, Devin. You're up. Wir kommen rein, jawohl! Well, Randy, it looks like Coach Jameson has given up on this game, and maybe even the season. Freshman Devin Wade has just run onto the field. I love this move. Caleb wasn't doing much before he got hurt, so let's see what Wade can do. If he's anything like his daddy was, we might have a chance to salvage a season. Okay, boys. Let's go have some fun out there. Man kann wirklich... So, da haben wir's. Man kann wirklich in diesem Story-Modus kaum selber irgendwie was reden. Also ich versuche die ganze Zeit irgendwie mal was dazwischen zu werfen, aber geht kaum. Und ich habe ja ein bisschen die Kritik auch schon im letzten Video dazu losgelassen, zu den Entscheidungsmöglichkeiten. Aber egal, wir spielen das jetzt und... Okay, das hier... Ja, die Playart wird uns sowieso hier schon angezeigt, aber die können wir uns nochmal anschauen. Okay, wir haben keine Zeit, die uns hier angezeigt wird, aber... Können hier den Snap machen. Und das ist doch schon mal... Okay. Das war doch schon mal ein ganz guter Spielzug. Also, falls ihr das nicht kennt, ich erkläre das nochmal ein bisschen, was man jetzt tatsächlich erreichen muss. Man muss hinter diese orangene Linie innerhalb von 4 Versuchen kommen. Und das sind immer 10... Okay. Jawohl. Schon wieder drüber. Normalerweise, wie gesagt, immer 4 Versuche, um die 10er-Marke wieder zu erreichen. Aber wir haben es bis jetzt immer in einem Versuch geschafft. Warte, nein, hä? Wir haben jetzt 2. Versuch. Wieso? Das hat anscheinend gerade nicht gezählt. Wieso das? Der rote ist immer quasi die Haupttaktik, die man wählen sollte, aber der ist natürlich auch nicht immer frei. Oh, schade. Aber das war ein richtig, richtig guter Lauf. Also keine Ahnung, es klappt in der Offensive gerade richtig, richtig gut, unnormal gut. So, Touchdown bringt, glaube ich, 7 Punkte. Das ist College Football, kann sein, dass das auch unterschiedlich als es in echt ist. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wir sind halt jetzt kurz davor und können Touchdown machen. Und ja, Cruise ist ja mal mehr als irgendwie nur ein bisschen frei. Okay. Der hätte höher kommen müssen eigentlich, der Ball. Gut, aber wir haben noch drei weitere Versuche. Und theoretisch könnte man im 4. Versuch dann auch einfach ein Field Goal machen. Genau, 10 Yards, das war gerade die ganze Zeit die Sache, die mir gefehlt hat. Ah, okay, die Taktik ist jetzt, dass wir reinlaufen. So, wir haben jetzt selber einen Touchdown gemacht. Das kann man natürlich auch machen. Und, also ich traue mir halt immer die Taktik mit ein und läuft bis jetzt. Also, okay, ich dachte am Anfang, das wird unmöglich sein, um das tatsächlich zu schaffen, aber unsere Offensive ist echt stark. Also, krass.
Man, okay, das wird unser erstes College-Spiel und so und. Naja. And the offense heads back on. That's right, Cal. Time to make this one count. Come on now. Devin White needs to show us something. Oh ja, jetzt fangen wir weit hinten an. Wir sind auch immer nur im Offense-Team, ne? Okay, Cruz da ganz links läuft allein. Das könnte natürlich auch schon was richtig, richtig Gutes werden. Wenn der Wald frei ist. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Oh, zum Glück hat er den nicht gefangen. Okay, das war ganz schlecht. Wie gesagt, ich bin selber in dem Game noch kein Profi. Okay, der macht da auf der rechten Seite den Haken. Kann ich jetzt gar nicht sehen, welche Taste der haben will. Ja. Das hat auch wieder gut funktioniert. So, also auch hier kommen wir wieder weit nach vorne. Aber, ja, man hat ja keine Zeitanzeige wie in den normalen Spielen. Martinez, der könnte auch eigentlich ganz gut werden, aber da würden wir erstmal zurückfallen. Ich versuche Moore oder Yates, glaube ich. Okay. Hätte gut werden können, ist es nicht. Schade. Also, wir starten wieder an derselben Stelle und haben jetzt unseren zweiten Versuch. Wenn wir alle vier Versuche vergeben, gibt es halt. Taktik ist scheiße. Dann gibt es einen Ballbesitzwechsel. Oh ja, aber das war wieder fantastisch. Also es läuft definitiv besser als im Training. Da sind die Pässe ja teilweise nicht angekommen bis jetzt. Hier unsere Offensive top einfach. Die ist richtig, richtig gut. Ich weiß natürlich leider nicht mehr ganz genau, wie unser Kumpel hieß. Aha, manchmal sieht man nicht, was für eine Taste. Nach ganz links und ganz rechts zeigt er das manchmal nicht an. Das ist ein bisschen doof, aber... Oh, nein! Ein Ticken zu spät geworfen. So, okay. Alter, manchmal sind die wirklich richtig frei. Also die verteidigen richtig, wirklich richtig, richtig schlecht. Also die, die wirklich teilweise einfach nur ein bisschen straight laufen. Unsere scheinbar sind so schnell und ungedeckt teilweise, dass man da wirklich sehr schnell sehr weit kommt. Weil normalerweise ist es so, dass man halt im Football, keine Ahnung, so 3 bis 4 Yards oder so weit kommt. Und man muss halt insgesamt 10 schaffen und wir schaffen uns halt die ganze Zeit durch einen Pass irgendwie schon. Was halt echt sehr, sehr krass ist. Können hier theoretisch auch schon wieder einen Touchdown machen. Oh nein. Oh nein. The defender dropped it. Wow, he dodged a bullet there. That should have been. Okay, vielleicht. Das Ding ist immer bei dem kurz vor der Touchdown-Zone bin ich immer tatsächlich sehr, sehr schlecht, weil. Da kommen dann meistens so Long Runs und so, und die mag ich eigentlich immer gar nicht so vor der Zone, sondern ich will da irgendwie. Ja, reinlaufen, ja. Und nicht den Pass reinspielen, so. Aber das Spiel will immer, dass ich Pass reinspiele in die Zone. Oh, das ist. Oh, jawoll! Ja, nee, okay, zum Touchdown schafft das nicht, aber jetzt sind wir so nah dran, dass wir tatsächlich auch selber reinlaufen könnten, theoretisch wieder. Theoretisch könnte man natürlich auch schon einen Field Goal wieder machen, aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil wir ja zurückliegen. Ah, okay, die wollen sogar tatsächlich, dass wir reinlaufen, okay. Also, dass er jetzt reinläuft, so. Aber insgesamt ist das Team. Und das hat auch wieder funktioniert. Zwar mega knapp, aber 21 zu 13 jetzt.
Warte, 21 zu 13? Das erste hat 7 Punkte, das andere 6 Punkte. Okay. Gerne, weswegen ich irgendwie Sachen nicht checke oder so, gerne alles in die Kommentare schreiben. Super wichtig für mich. Weil ich kenne natürlich auch nicht alles. Vor allem vom College Football. Ah, okay, nee, jetzt. Oh, scheiße, 28-14. Fourth quarter, boys. Look, I know we haven't won a lot of games recently, but that is now. All right, I won't let us lose this game. Everybody with me? Yeah, D. All right, here we go. Ready? Holy right. Shit. Let's show these yellow jackets what it feels like to get hit by a cruise missile. Wie soll man das denn? Jetzt müssen wir nochmal Zeit. Ganze Touchdowns machen, um überhaupt Unschieden zu haben. So, gut. Der könnte ganz gut werden. Nee, okay, wir machen den hier. Ja, okay, guck, da ins Ausgerannt, um das Ganze sicher zu machen. Und über die 10 Yards Linie wieder geschafft. Also es läuft eigentlich für uns in der Offensive, läuft es richtig, richtig gut die ganze Zeit. Nur das Ding ist halt, dass unsere Defensive hat halt schon 28 Punkte zugelassen. Und wir sind halt schon im vierten, in der vierten Viertel. Das ist halt das Große, was so dramatisch ist, meiner Meinung nach. Okay, schauen wir mal. Ja, ganz knapp drüber. Müsste eigentlich noch, müsste schon wieder drüber sein, jawohl. Zeigt es uns an, wir dürfen wieder beim ersten Versuch starten. Und wir sind zwar nicht weit nach vorne gekommen, auch nur 10 Yards, aber das macht ja erstmal nichts. So, der könnte jetzt so einen richtigen Durchrennenden haben könnten. Oh, er fängt. Nein, er fängt ihn nicht. Hätte er ihn gefangen, das wär, dann wäre es super, super gut geworden. Ist halt so. Catch ihn halt doch einfach mal. Weil wir halt keine Zeit angezeigt. Also hätte man eine Zeit, dann würde ich sagen, okay, wir müssen halt richtig, richtig lang irgendwie was machen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zeit hier relativ unwichtig ist. Ansonsten hätte man wirklich so den Zeitdruck, okay, wir müssen mehr als 10 Yards auf jeden Fall die ganze Zeit schaffen, damit wir weiter nach vorne kommen. Aber so kann ich halt theoretisch immer sicher auf einfach 10 Yards, 10 Yards, 10 Yards. Aber ihr merkt ja schon selber, dass wir teilweise auch wirklich deutlich mehr schaffen. Meine pro Wurf allein immer schon über 10 Yards gerade ist auch schon wirklich ziemlich gut. Und wir sind jetzt wieder in der Nähe. Ich glaube, ab 50 oder so kann man immer ein Field Goal machen, theoretisch. Aber wie gesagt, die Taktik wird uns ja immer fortgegeben, weil wir ja immer nur einen einzigen Spieler haben. Und ja. Ah, nee, das war ein paar Meter nach vorne, aber das, wir haben wieder die 10 Yards Marke nicht erreicht, aber wir sind uns ausgerannt, haben das Ganze gesichert, sind deswegen weiter vorne, aber wir müssen die 10 Yards Linie halt trotzdem weiter noch erreichen, aber sie ist halt jetzt natürlich näher dran. Ja, 8 Yards hat er gerade gesagt, ganz genau. Also wir haben 2 Yards gerade geschafft, weil wir halt als erstes zurück gelaufen sind. Und nee, der ist nicht drin. Okay, wir sind jetzt beim dritten Versuch, weil er den das nicht als Touchdown zählte. Der im Kreis Yates ist ganz gut. Und die fangen den ja eigentlich normalerweise schon ziemlich gut. Und Touchdown! Jawohl! 28 zu 20. So, ich glaube immer, weil das dritte Team, es gibt ja drei Teams, ein Special Team, ein Defender Team und ein Offense Team. Im Offense Team sind wir selber. Und ja, ich will immer nicht über die Dialoge drüber reden, aber teilweise reden die unwichtiges Zeug. Genau, die machen dann wahrscheinlich immer noch den einen Punkt dazu, das Special Team. Was wir halt leider immer nicht sehen, aber das müsste dann auch
Ich dachte immer, Field Goal gibt doch 3 Punkte, oder nicht? Wenn man Field Goal macht. Aber es ist dann. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es wird so sein, dass wir, wenn wir jetzt hier wieder den nächsten Touchdown machen, dann ist es ausgeglichen und dann geht es in die Overtime. So wird es sein. So, da, zack, ja, okay, rennt uns aus. Ich würde sagen, Hälfte haben wir geschafft. Mr. Johnson's cooking up a big old brisket with the FFA team. Sure was tasty. You go there, Cal? Oh, wenn wir jetzt Moore anspielen und der richtig, richtig gut läuft, komm schon. Okay, nee, wir machen den hier. Das ist aber auch schon richtig gut. Manchmal habe ich noch so ein bisschen den Tunnelblick, dass ich halt auf meinen Spieler gar nicht selber achte, sondern zu sehr auf meinen eigenen Spieler. Aber wir wurden noch gar nicht getackelt, also unsere Defense, bin mir gar nicht sicher, wie die heißen, die Jungs da, die da vorne blocken. Aber die machen das schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Okay, den roten finde ich jetzt Quatsch, wie der läuft. Ja. Ja, den Zahl gefangen, aber dann wieder fallen gelassen, deswegen seht es nicht. Ich weiß gar nicht, wenn wir das Ganze jetzt theoretisch nicht erfüllen würden. Also keine Ahnung, wir zum Beispiel. Oh, er hat schon wieder fallen lassen. Also wir jetzt quasi wirklich den vierten Versuch verkacken würden. Und das Gegnerteam wieder am Zug ist. Ob wir dann das wirklich alles verkackt haben? Ich weiß es nicht. Also jetzt schon der Versuch wieder. Es könnte knapp werden. Und die Versuche finde ich auch gar nicht so gut. Aber okay, wir haben es geschafft. So, deswegen dürfen wir wieder bei Versuch 1 starten. Wir können theoretisch auch eigentlich. Gut, die Mitte ist sogar ziemlich offen. Könnte sogar versuchen, wirklich mal. Oh, der war verdammt stark. Wir können theoretisch wirklich mal versuchen, selber durchzurennen. Ich meine, einen Touchdown haben wir ja, aber theoretisch so, dass man gar nicht passt. Aber das ist eher sehr selten, dass das in echt passiert. Aber es passiert. Aber bis jetzt habe ich so die Chance noch nicht wirklich gesehen. So, wie machen wir den jetzt? Holy shit. Geht das? Nein. Das geht nicht. Okay, wieder zweiter Versuch. Oh, die Taktik, die gefällt mir. Jawohl, Cruz können wir, glaube ich, gleich richtig gut anspielen. Oder Scherz, eins von beiden. Die Namen sind auch irgendwie. Jawohl, Touchdown, jawohl. So, wow. Das hat gut funktioniert bis jetzt. Wow, und die Folge ist jetzt schon fast 20 Minuten wieder lang. Krass. Aber wir haben das Game hier fast geschafft. Und, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Madden-Folgen immer ziemlich lang werden. Die Vereins-Folgen sind ja zurzeit auch ziemlich lang. Aber das ist halt so. Aber, ja, heute Abend könnte dann theoretisch auch wieder die Torwartkarriere kommen. No time left on the clock in a tie ball game. Devin Wade has been impressive so far in relief of Caleb Young, bringing the Bullfrogs back from a huge deficit. Can we turn this losing streak around and win this game? So, okay, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt das mit dem Field Goal. Was? Oder nee? Okay, ist wieder Quick Time Event. Oh, L1. Got a man? Touchdown! 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 That's right! That is right! The Bullfrogs win it! Wade pulls off the impossible as Mathis comes back from a huge deficit to steal this one. What the fuck? Randy, this might have saved the season. I'm telling you right now. These two guys, you watch. You watch 4 years from now.
Ah, das hat gut funktioniert. Hey, Dev. Hey, you really think this will be different? Yeah. Yeah, I do. And honestly, I mean, what's there to go back to anyway? Dev, just trust me. You still got that producer's card? Heck yeah. Hast keine Erinnerung? Hey, Miss Vesco. Yeah, this is Devin Wade. Hey, Dev. Your car's here. Hey, man, need any help? Still gotta do the dishes. Oh, I'll do that. You got bigger fish to fry. Namely, being on live TV tonight. Man, don't remind me. You kidding? You're Devin Wade. You're gonna be better than the best, man. Trust me. Thanks, man. What do they got you doing out there, anyway? I don't know. Well, I guess they'll probably have you throw the ball around a little bit, get warmed up. And then they'll have you throw that 20-yard out. Bring everyone to their feet. Yeah, well, my arm feels ready, man. That combine really woke me up. That's what I wanted to hear. And the Jack Ford is gonna be there tonight. That is super cool. Ich finde die Auswahlmöglichkeiten immer noch scheiße beschrieben. Hey man, if you're nervous, I can always go with you. I wish, man. Oh shoot. You know what? I can't. I got a call last night. Unfortunately, somebody dropped out, and I have to go to that What? What do they call that again? Super regional combine. What? Yeah, crazy, right? Dallas, 2 weeks. I told you, man. Guess I gotta go. Who'd have thought, Dev? Two guys from Mathis making it this far. This guy's impatient. Yeah, tell me about it. Take your time. I'll tell him you're coming. Thanks, man. So, da geht's dann aber erst in der nächsten Folge weiter. Reicht jetzt, ist schon wieder fast 25 Minuten lang die Folge. Ich musste ja heute auch noch hochladen. Also, ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen. Links kommt ihr jetzt noch zu meinen Social Media Seiten und rechts zur Playlist und zur nächsten Folge, soweit die dann draußen ist. Diesmal auf jeden Fall schneller als nach einer Woche. Versprochen. Und ja, ich würde mich über eine Bewertung und natürlich gerne Kommentare und Tipps in den Kommentaren freuen. Und ja, ich bin gespannt, wie sehr ihr Madden selber cool findet. Also mir hat es gerade super viel Spaß gemacht. Das ist eine tolle Abwechslung und wir waren recht erfolgreich. Sollte man zwar auch in dem Fall sein, aber ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Haut rein. Ciao.